Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie heißt das Ding? Koi Tower? Ist das hier das Ding? Heißt das so? Ja, ne? Auf jeden Fall waren wir da am Hacken, haben hier Sachen gemacht und jetzt bin ich wieder ins Spiel reingekommen und die Polizei, die uns am Ende des letzten Parts gejagt hat, ist Gott sei Dank, hat sich vom Staub gemacht. Wir haben keinen Stress mit der Polizei. So, was machen wir denn heute schön? Ist das eine gute Frage? Achso, wir sind immer noch dran hier. Gestohlene Signale. Hacke Graystroms Computer im Lager. Graystrom scheint sich mit den lokalen Behörden verbündet zu haben, um private Daten von San Franciscos Bürgern zu stehlen. Der komplette Überblick fehlt zwar noch, aber schaden können wir ihnen schon jetzt. Ja, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Machen wir uns auf. Hier in den Straßen sollte man nicht zu schnell fahren und auch nicht so wild und driftig fahren. Das ist sehr gefährlich. Hier ist maximal 30. Eieiei, den haben wir die Parkbank unterm Hintern weggefahren, hör mal. So, dankeschön. Boah, dieser Wagen mit Nitro-Boost ist so ab. Okay. Das war knapp. Das war richtig knapp. Wir haben das Polizeiauto so touchiert. Der Windhauch hat das Auto berührt, aber wir haben es nicht berührt. Eieieiei, man muss mit dem Nitro, mit so einem Auto in so einer Straße hier wirklich vorsichtig sein. Nö, sag ich ja, seht ihr ja auch. Dementsprechend an meinem Fahrverhalten, wie vorsichtig ich bin. Oh, schönen guten Tag. Ja, hallöchen, der Herr. Dankeschön. Oh, knackige, glatte $500. So, ich denke, hier sind wir richtig. Schöne kleine Ruckler wieder am Start hier. Guck mal, der spielt hier ganz gechillt, alleine Gitarre. Ein Medienanalyst, Nathan Stewart, steht auf Clubhopping. Und spielt hier ein bisschen gemütlich Gitarre am Strand. Am Pier hier. Das ist doch schön. Na gut, aber wir haben hier was. Wir haben zu arbeiten, ne? Also wir können uns jetzt hier nicht das Gedudel anhören. Wir müssen hier. Wir haben einen Job zu erledigen. Guck mal, er sitzt hier und angelt. Das ist wirklich, also diese Kleinigkeiten im Spiel, diese kleinen Details, ja? Irgendwo sitzt jemand und spielt Gitarre, ein anderer angelt, irgendwer geht mit seinem Hund spazieren, zwei andere streiten sich. So, es fühlt sich so lebendig an irgendwie. Das ist schon sehr cool. So, wir nehmen jetzt einfach den Lift hier. Ich denke, damit sollte das machbar sein. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Da wartet schon der Sicherheitsmann und fragt sich, was wir hier tun. Ja, ich habe hier wichtiges Business zu erledigen. Ne? Weißt du Bescheid? Dann können wir den Sicherheitsmann sich selbst überlassen und gehen einfach hier hin und starten unsere Mission. Oder auch nicht, denn da ist noch ein Sicherheitsmann. Der will das bestimmt nicht, dass wir hier... Schlaf gut! Die haben zwei Sicherheitsmänner hier. So, du bist bitte ruhig, ja? Leitstelle, Achtung! Was für eine Leitstelle? Wo haben die jetzt schon wieder irgendwen? Der Hund oder wer? Tatsache, der Hund hat, ist alarmiert worden. Na gut. Ach, noch? Ach, doch, siehst du, ist doch noch einer da. Das habe ich gar nicht, dich habe ich gar nicht gesehen, Kollege. So, hier sind wir aber richtig. Sicherungsterminal finden. Und das ist weiter unten, das heißt, ja gut, wir müssen trotzdem wieder nach unten. Haben wir also nichts gewonnen, dass wir da oben schon alle ausgeschaltet haben, weil wir trotzdem erst nach unten mussten. So, jetzt sollten wir aber oben reinkommen. Diese Autos hier von den Umeni-Sicherheitsfirma, die finde ich richtig geil. Mit der Sirene, mit der Lackierung, das Auto ist ein ganz normales Auto, was auch in der Stadt rumfährt. Aber ich finde diese Lackierung und so mit der Sirene sieht richtig nice aus. Na gut. Aber wir sind heute nicht hier zum Autos gucken, wir haben wichtiges Business, ja? Wichtiges Business. Der Hund schläft ein bisschen. Der schläft nur, der schläft nur. So, schauen wir doch mal, was wir hier drin finden. Hätte man auch mit dem Jumper machen können, alles, aber... kleines Experiment ist hin mit Grüßen von DedSec. Trotz der Verwirrung über die Liefertermine können wir diese Operation als enormen Erfolg betrachten. Sobald Graystrom uns das Datenpaket schickt, weiß man, dass man neue Freunde in sehr einflussreichen Positionen hat. So, die Mission ist auch wieder abgeschlossen. Da mussten wir nur kurz rein und raus. Dann nehmen wir doch mal so ein... Oh, er wacht gerade auf. Ich war's nicht. Direkt wieder einschlafen. Gerade wach geworden. Direkt wieder nickern gehen. Dann nehmen wir uns einfach das Auto von denen. Hast du ihre Hardware gehackt? Ich habe ein teures kleines Geschenk im System platziert. Und sie werden dafür bezahlen. Oh, du klingst wie Jimmy Siska. Oh yeah. Ich meine, wenn wir dieses Auto... Hör mal, pack den Selfie-Stick weg. Ich glaube, es hackt. Pumpe!
Ja, hast du jetzt davon. Gehst mal schön baden. Selfie-Stick, ich krieg zu viel. Wir haben eine Spur von einem unserer Follower. Sieh's dir an. So, wie kann ich dich überzeugen? Das ist Graystrom. Ich wollte Infos über sie veröffentlichen. Heftiges Zeug, das ist die Antwort. Sie zerstören mein Leben. Sie haben meine Konten eingefroren. Und jetzt meine Ehe. Bitte, überrede sie, mit mir zu sprechen. So, wir nehmen jetzt hier das Sicherheitsauto, weil ich finde, der sieht so geil aus. Ich wollte ihn mal selber fahren. Mann. Hör mal, Gitarrenspieler, bist du blöd? Lauf doch nicht gegen mein Auto. Verdammt, ob das stimmt? Nachrichten finde ich keine über ihn. Aber laut seinem Profil hat er bei Graystrom gearbeitet. Wenn er sauber ist. Markus, keiner darf die Whistleblower einschüchtern. DedSec lebt davon, dass die Wahrheit rauskommt. Er behauptet, sie hätten seine Ehe zerstört und seine Konten eingefroren. Ich check mal sein Haus, mal sehen, ob da irgendwas dran ist. Du solltest auch bei seiner Bank vorbeischauen. Nachsehen, ob Graystrom sie kontaktiert hat. Ja, okay, also wir müssen erstmal überprüfen, ob das, was der da behauptet, auch stimmt. Wir können ja nicht einfach irgendwem helfen, wenn wir nicht wissen, ob das Tatsache ist. Guck mal, hier ist übrigens WKZ, dieser Fernsehsender, der ständig diese Newsmeldungen macht. Hier ist auch so ein Übertragungswagen von denen. Da ist das Gebäude, die haben oben auch die Dinger auf dem Dach. Warum werde ich jetzt eigentlich die ganze Zeit als Arschloch beleidigt? Mein Gott, ich zeig doch nur euer Gebäude. So, ich wollte gerade mal schauen, da ist nämlich noch irgendwie Geld. Entweder oben drauf oder... Ja, müsste man schauen, wie man da hochkommt, ne? Ah, auf jeden Fall, hier ist schon mal ein bisschen Geld. Können wir ja schon mal mitnehmen. Da ist noch ein bisschen Geld, das können wir auch schon mal mitnehmen. Ist sogar ein großes Geldbündel und eine Lackierung. Okay, aber wie kommen wir da aufs Dach hoch? Gar nicht so leicht wahrscheinlich. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Cash, was wir schon mal mitnehmen können. Vielleicht finden wir ja irgendwo so ein Lift-Ding in der Nähe. Das wäre ja vielleicht schon mal ein Anfang. Da kommt man vielleicht aufs Dach drauf. Ich meine, da hinten wäre auch einer gewesen. Aber das ist natürlich jetzt sehr weit dann. Dankeschön. 555. So, dann muss ich mein Sicherheitsauto mal eben stehen lassen. Wir nehmen mal den Lift mit. Und schauen mal, ob wir mit dem aufs Dach kommen. Das ist so, man kann sich da immer lange dran aufhalten. Aber diese Geldbündel so sind halt meistens auf dem Dach. Und gerade die größeren sind halt schwer zu kriegen. Und wir haben uns ja schon auch zum Ziel gesetzt, reich zu werden und Sachen zu kaufen. Und deswegen müssen wir halt alles an Kohle mitnehmen, was wir kriegen können. Und dementsprechend, boah, damit kommen wir richtig hoch. Doch, doch, das sollte gehen. Oh, shit. Ist natürlich schwer zu lenken, wenn man hier so einen riesen Turm durch die Gegend fährt. Stellt euch mal vor, da fährt plötzlich so ein Turm über die Straße. Aber ich denke, mit dem sollten wir aufs Dach kommen können. Dann hat sich doch die Mühe gelohnt. Ja, sehr schön. Oh, vorsichtig. Dann hat sich doch die Mühe eindeutig gelohnt. Damals waren wir nämlich auf dem WKZ-Sendergebäude. Und hier haben wir nicht nur eine fette Geldtasche im Wert von 18.350, sondern auch noch eine Lackierung. Und insofern ist es dann manchmal doch auch ganz gut, sich nochmal umzuschauen nach so einem Lift, um da eben so einen zu holen. So, Fahrzeuglackierung. Nochmal so einen Lift zu holen, damit man dann hier hochkommt. Ah, dann ist es die Mühe wert gewesen. Gut entlohnt worden. So, mehr wollte ich doch gar nicht. Dankeschön. Guck mal, jetzt können wir schon wieder Geld abheben. Schon wieder neues Geld gespawnt. Unseren Sportwagen können wir jetzt auch mitnehmen. Der hat ja hier auf uns gewartet. Wir gucken mal ganz kurz, hatten wir jetzt mit der Mission, war die jetzt fertig? Mit den geklauten Signalen? Ja, ne? Die war, glaube ich, fertig. Provi Blues hier, gestohlene Signale ist fertig. Dann ging es jetzt weiter mit diesem Whistleblower, ne? Geistersignale. Untersuche das 52-Hertz-Signal, das ist nochmal was anderes. Hier, die haben wir neu bekommen. Whistleblower. Familienzerstörer. Folge der Spur des Whistleblowers. Wohnung des Whistleblowers untersuchen. Bank des Whistleblowers untersuchen. Laut unseren Informationen setzt der Rüstungskonzern Graystorm einen ihrer Whistleblower ernsthaft unter Druck. Wir dürfen nicht zulassen, dass Whistleblower dafür, dass sie die Wahrheit sagen, derart bestraft werden. Also das baut auf der Mission auf, die wir gerade gemacht hatten. Was ich eigentlich ganz cool finde. Das geht also mit einer neuen Mission dann weiter, die aber ja selben Inhalt irgendwie. Aber dafür müssen wir die Wohnung und die Bank untersuchen und beides ist in Oakland. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg von hier. Dann machen wir erstmal was anderes und zwar untersuchen wir das 52-Hertz-Signal. Wir haben Signale von Catcall empfangen, den Überresten einer frühen Anti-Hacker-Operation der NSA. Dieser Code-Dinosaurier ist Hackergeschichte, also wollen wir natürlich herausfinden, wo er herkommt und ihn vielleicht sogar klauen. Gut, machen wir, machen wir. Die Straße ist da drüben, blöd, Mann. Hör mal, mein Auto ist gefährlich. Wir haben heute schon den einen oder anderen Typen über den Haufen gefahren. Du solltest vorsichtig sein, wie du mit mir... Hallo! Wie du mit mir sprichst. Wieso kann ich den jetzt nicht hacken? Guck mal, schon wieder geht es nicht. Ist wegen einer Beerdigung in der Stadt. 87.000. Ich darf nicht sein Geld hacken. Das ist komisch. Na gut, der ist anscheinend geschützt gegen Geldhacks. Vielleicht hat er das alles nur im Bar dabei. Ja,
dieser Supersportwagen mit Nitro ist so ziemlich die schnellste Kombination, die du in diesem Spiel haben kannst. Außer vielleicht noch so ein Supermotorrad, aber das geht schon richtig gut ab hier mit dem Teil. So, da hat sich, glaube ich, auch gerade unsere Motorhaube dann verabschiedet. Die hat keinen Bock mehr bei dem Tempo. So, Problem ist jetzt nur, ich bin jetzt auf die Brücke gefahren. Ich glaube aber, die Mission findet unter der Brücke statt. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, das war ein bisschen blöd. Aber ich habe das halt nach dem Navi. Das Navi hat uns hierhin gelockt. Wir sollen aber da unten hin. Vielleicht können wir ja irgendwie mit dem Quadrocopter da was finden. Da sind auch Kerndaten. Oh, das freut mich natürlich sehr. Ah, hier müssen wir bestimmt durch. Und dafür müssen wir erstmal Netzwerkbrüche... Ach nee, da sind die Kerndaten hinter. Wir müssen Netzwerkbrüche abschließen. In der Brücke drin. Das ist natürlich jetzt ein Ding hier. Ich glaube nur, dass wir gleich dann die Reichweite nicht mehr haben mit dem Quadrocopter wahrscheinlich. Huch, was ist denn hier los, ey? In der Brücke muss ich jetzt hier Netzwerkbrüche abschließen. Muss ich hier durch die Brücke irgendwie suchen, wo diese Teile sind. Das macht das Ganze noch komplizierter, als sie sonst schon sind. Gott, die ganze Brücke ist voll. Eieiei. So, der muss umgedreht werden, dann geht dieser hier auf. Den können wir gerade machen. Dieses ist von der Machart her jetzt nicht so schwierig. Das Schwierige an dem hier ist eher, dass man diese Brücke vorm Gesicht hat und jetzt irgendwie sich hier so durchhacken muss, was gar nicht so leicht ist. Ich weiß auch noch nicht mal, wo das Ziel ist am Ende. Aber ja, so, warte mal, hier den können wir noch drehen. Dann kommen wir zu dem. Der geht weiter hier lang irgendwie. Und jetzt haben wir, ach so, jetzt haben wir die Tür schon offen, das war's. Okay, man muss, also es geht hier los, hier einmal durch den kompletten Brückenbogen oben und kommt dann hier wieder raus. Mega cool. Damit haben wir uns zumindest die Kerndaten freigelegt. Die könnte man dann schon mal mitnehmen, aber hier ist ja eigentlich noch eine Mission. Und auch noch Geld übrigens, was wir mitnehmen können. Hier ist noch eine verschlossene Tür, eine Etage tiefer. Und wir sind jetzt halt immer noch oben auf der Brücke, theoretisch. Sind aber schon bis hier unten gekommen. Und jetzt kann ich es, glaube ich, nicht mehr hacken mit dem Teil hier. Nee, physischer Hack. Da müssen wir dann tatsächlich selber hin. Also ich habe den kompletten Weg gefunden mit dem Quadrocopter. Aber mit dem Quadrocopter können wir es nicht machen. Gut, vielleicht können wir trotzdem die ganze Mission von hier oben machen. Wenn der Jumper die Reichweite hat wie der... Jo, gut, dann müssen wir irgendwie da runterkommen. Ohne geht's nicht. Oh, eine Limo. Krass, haben wir auch noch gar nicht gesehen im Spiel bisher, oder? Zumindest habe ich sie nicht bewusst gesehen. Dann müssen wir die natürlich erstmal klauen. Ich will auch eine Limo haben. Boah, geil, eine fette Limo. Wie cool ist das denn? Haha, standesgemäß unterwegs hier. Sitzt da keiner hinten drin oder was? Ich hätte jetzt gedacht, da steigt jetzt jemand aus, wenn wir damit rumfahren. Sorry. Der Motorradfahrer wollte einsteigen. Boah, das Ding hat ein Lenkverhalten wie sonst was, wie ein Stück Brot. Fahr jetzt oder fahr nicht, mein Gott. Alter Schwede. Gott, ist die lang. Geiles Auto. Ich liebe Limousinen, so dicke Stretch-Limos haben irgendwie was. Ich meine, man muss ehrlich sagen, wer sich mit sowas rumfahren lässt, macht einen auf dicke Hose, weißt du? So, ne? Also jemand, der wirklich Geld hat zum Beispiel, der würde sich niemals mit so einem Auto rumfahren lassen, sondern ganz locker, lässig, ein bisschen weniger auffällig, so, ja? Wer sowas hier benutzt, das ist so für Abiball oder so, da mieten Leute schon mal so eine Limo hier, so eine Stretch-Limo. Aber es hat schon was. Finde ich irgendwie ganz cool. Ist jetzt vielleicht nicht so geländetauglich. Okay, könnten wir nochmal überarbeiten. Die Geländetauglichkeit muss überarbeitet werden. Wir lassen uns jetzt mit der Limo vorfahren. Erstmal zu unseren Kerndaten. So, einmal schön um die Kurve gerutscht. James, wir haben das Ziel erreicht. So, bitteschön. Dankeschön, Fort Point Kerndaten. Das war Schritt 1. Die Limo werde ich auf jeden Fall gleich noch mitnehmen, aber jetzt können wir erstmal noch uns die Missionsdaten da besorgen. Boah, die ist richtig fett, aber die rutscht auch ordentlich. Die hat nicht so das geile, nicht so die geile Kurvenlage. Gut, wer hätte es erwartet, ne? Vielleicht können wir uns auch das Geld noch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Hatte ich mir ja alles schon freigelegt mit dem Quadrocopter. Jetzt müssen wir nur reinfahren und hacken. Muss ich wirklich zu Fuß dahin laufen jetzt? Ja, ihr habt ja Ansprüche, mein Gott. Mit dem Jumper geht's nicht, mit dem Quadrocopter geht's nicht. Jetzt muss Marcus das höchst persönlich machen. So eine Drecksarbeit hier.
Leute, ich glaube, ich habe 52 Hertz. Den was? Den Computer. Okay, super. Und jetzt hau ab da. Nee, ich fang gerade erst an. Wir wurden eingesperrt. Okay. Und müssen wieder rauskommen. Das ist neu. Ich bin eingesperrt. Ich werde dich da rausholen. Nicht nötig. Das ist eine Art 52 Hertz 2.0. Ich muss selbst einen Weg finden. Du bist verrückt. Nein, ich hab Spaß. 52 Hertz war ein Pionier dieser Art kryptischer Rätsel. Ohne das gäbe es kein Zikada 3301. Kein Lundgren-Mysterium. Hört ihn euch an. Der große Retro hat also einen Fetisch. Ja, das ist ja schön für den großen Retro, dass er ein tolles, einen Fetisch hat. Das wird aber nicht leicht werden hier. Aber ich glaube, den kriege ich zumindest auf. Also jedes Teil, was ich aufkriege, ist ja schon mal ein Sieg. Ist tatsächlich einer von den schwierigeren Netzwerkbrüchen, glaube ich. Damit haben wir zwei. Dann haben wir zumindest diesen und diesen. Und jetzt brauchen wir noch hier. Dafür muss von oben kommen, dafür muss so... Dann haben wir zwei, dafür haben wir dann jetzt von dem wieder nicht. Weil der dann, der kann gar nicht, der muss so kriegen. Der Schicksal ist sehr verwirrend. Ey, das ist richtig kompliziert. Eigentlich habe ich die Lösung schon vor Augen quasi, aber es ist gerade schwer, das umzusetzen. Das ginge. Und das geht. Oh Gottchen, ist das kompliziert gewesen, mein Gott. Es geht sogar tatsächlich, indem man den Einzelnen nur für den Einzelnen nimmt und den anderen für die anderen beiden, ist egal. So, wir sind draußen. Okay, das war schwer. Bin draußen. Das war's jetzt? Nope. Im zweiten Teil des Originalrätsels musste man einer Hackerspur folgen. Ich suche mir eine höhere Stelle und scanne danach. Okay, machen wir. Finde die Signalrelays auf dem Dach. Da ist eine Treppe. Treppen sind meistens schon mal ein guter Weg nach oben. Zumindest wenn sie nach oben führen. Dann kann man schon mal Richtung Dach kommen. Das ist hier dieses riesige Gebäude unter der Golden Gate Bridge. Ich glaube, dass also ein ähnliches Gebäude gab es auch in San Andreas. Dieses Casino-Ding von dem einen Typen. Ah, GTA San Andreas. Geiles Spiel. So, hier ist auf jeden Fall schon mal Geld. Das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dankeschön. 4700. Ein bisschen Cash ist immer gut zu gebrauchen. Verfolge das Signal zurück zu seinem Ursprung. 0 von 6. Jetzt haben wir das erste Signal quasi gehackt und jetzt müssen wir weiterfinden, ja, wo es weitergeht. Wir gucken mal eben im Quadrocopter, in welche Richtung es denn tendenziell geht. Ja, okay, die Brücke lang. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich nach oben kommen. Wir müssen wahrscheinlich auf die Brücke zurück. Hatte ich nicht meine Limo hier vor der Tür abgestellt, hä? Jungs, wo habt ihr meine Limo hingeparkt, hä? Nachdem ich ihm alle Zähne aus seinem blutenden Mund gezogen hatte, sagte er, dass er nichts mehr wollte. Die haben irgendwie andere Probleme gerade. Die wurde umgeparkt. James hat hier geparkt. Während ich drinnen wichtige Geschäfte zu regeln hatte, hat James die Limo vor der Tür geparkt. Sehr freundlich. So, wir fahren mal hier vorsichtig den Feldweg lang. Wir wissen ja, diese Limo hat extreme Offroad-Tauglichkeit. Ja, ihr solltet mich nach dem Weg fragen. Ich weiß, wo es lang geht. Nein, nicht den Jumper, den Quadrocopter, genau. Verwechselt immer die beiden Tasten. So, warte mal, hier können wir den nächsten Zugang irgendwie... Zack, 2 von 6. So, wo geht's weiter? Siehste, sag ich doch, die Brücke entlang. 3 von 6. Den nächsten können wir, glaube ich, auch noch vom Quadrocopter ausmachen. Genau, da ist 4 von 6. Jawohl, und der nächste, der muss dann wahrscheinlich weiter noch in die Richtung sein. Da müssen wir erstmal ein bisschen fahren. So, da ist der nächste. Das Coole ist aber... Ich schon wieder die falsche Taste, ich krieg zu viel. Das Coole ist aber, dass wir aus dem Auto heraus einfach kurz den Quadrocopter rausschicken können. Der hackt dann für uns. Da sind wir bei 5 von 6 und dann finden wir den 6. jetzt bestimmt auch noch. Ja, da vorne ist er. Im Gebäude, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, an der Ecke. So, 6 von 6. Okay. Die Signalquelle muss hier irgendwo sein. Lösche die Spuren von DedSecs Anwesenheit. Okay, wir haben das Ziel ja zurückverfolgt. Jetzt fahren wir noch darüber und machen das noch eben zu Ende. Gott, diese Limo ist so ziemlich das unpraktischste Fahrzeug, was du in diesem Spiel benutzen kannst, Mann. Jeder LKW und jeder Truck ist wahrscheinlich agiler und schneller. Egal. Klasse über Fahrverhalten. So, meine Freunde, dann schauen wir doch mal, ob wir hier unsere Spuren beseitigen können.
Marcus. Ja? Wieso bist du auf dem Friedhof? Die Spur hat mich hingeführt. Spioniert ihr mir nach? Wir sind jetzt neugierig wegen der 52-Hertz-Sache. Wir nehmen übrigens noch Wetten an, ob du erwischt wirst. Wer wettet gegen mich? Niemand! Kein Mensch. Ich hab's. Das muss der letzte Schritt sein. Was hast du denn gefunden? Es ist wie das Original. Vermutlich eine Einladung zur NSA. Darüber macht man keine Scherze. Ja, eine Einladung zur NSA, aber wie komme ich hier weiter? Ich sehe keine anderen Kameras. Ach, jetzt sehe ich sie da hinten. So, hier ist der Server, den wir hacken sollen. Mal gucken, ob wir danach ein Jobangebot von der NSA kriegen. Ich bin gespannt. Ich vermute mal, nein. Ladies, Gentlemen, Wrench, ihr sprecht jetzt mit dem 52-Hertz-Meister. Cool, und wie ist es denn ausgegangen? Tja, ich bin jetzt bei der NSA. Im Gegenzug musste ich ihnen die Daten aller DedSec-Mitglieder geben. Marcus, ich brat dir eins über. Es war ein Rekrutierungstool, wie ich dachte. Aber ich habe alle Spuren gelöscht, dass ich jemals da gewesen bin. Und die der zwei anderen, die alles ausgefüllt hatten. Wenn sich die NSA nicht meldet, kommen sie vielleicht zu DedSec. Toi, toi, toi. Okay, es war also doch tatsächlich so ein Rekrutierungsding, aber wir haben ja keinen Jobbedarf bei der NSA. Wir sind ja schon mit DedSec mehr als genug beschäftigt. Und da waren sogar noch zwei andere, die das auch gemacht haben. Und das ist ja legit so ein Ding, ne? Auch, ich glaube, vom BND, vom Bundesnachrichtendienst, das ist ja unser deutscher Geheimdienst quasi, da gab es auch mal so eine Hacker-Challenge zum Beispiel. Da haben die so Sachen online gestellt, da musste man was hacken oder halt entkrypten oder irgendwas zurückdekodieren. Keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht so aus, aber gab es jedenfalls so eine Challenge. Und mit verschiedenen schwierigeren Leveln und dann konnte man das eben machen und denen das zuschicken und je nachdem wurde man dann vielleicht eingeladen für ein Vorstellungsgespräch und so. Weil so gute Hacker rekrutieren, also sag mal so, solche Geheimdienste brauchen ja gute Hacker. Aber sag mal, die richtig, richtig guten Hacker sind ja oft die, die illegal sehr erfolgreich waren schon. Und die zu rekrutieren ist ja gar nicht so leicht für so einen Geheimdienst. Deswegen gibt es dann solche Challenges oder solche Rekrutierungssachen oder solche Fallen, die dann von denen gefunden werden und ja. Gibt's also auch in echt. Sehr interessant sowas. Hacke die Welt haben wir noch, das ist eine Hauptoperation. Ach guck mal, wir sind fast out of Missionen hier. Nebenmission gemalt, ist ja schon ganz lange, die ist ja nur so ein kleines Nebending. Jetzt haben wir nur noch Whistleblower und die Hauptoperation Hacke die Welt, weil diese hier ist ja Endziel, wissen wir ja. Okay, okay, okay. Vielleicht sollten wir dann Hacke die Welt mal starten, das ist eine Hauptmission. Spaß mit Ray, Ray am Strand treffen. Das ist Hauptoperation, da habe ich sehr Lust drauf, wir haben jetzt auch zuletzt sehr viel Nebenoperationen gemacht, muss man sagen. Viele muss man ja auch erst aufdecken. Da müssen wir dann erst wieder irgendwelche Leute hacken oder irgendwo Gelegenheiten wahrnehmen oder sowas. Und ich fahre immer noch mit meiner Limo durch die Stadt. Ja, man muss halt auch standesgemäß unterwegs sein, mein Gott, ne? Wir sind der 52-Hertz-Meister. Wir können auch nicht hier mit dem Truck rumfahren oder sowas. Ja, man muss angemessen und... Gut, die Limo ist ein bisschen schmutzig. Man sollte sie schon mal durch die Waschstraße schicken. Würde ich zustimmen. Waschstraße täte ihr durchaus gut. Vor allem, ich habe bisher noch keine gesehen gehabt im Spiel. Ich glaube, das war die erste Limo, die ich bewusst... Oh, da liegt Geld. Die erste Limo, die ich bewusst gesehen habe. Insofern musste die natürlich sofort einkassiert werden. So, wir haben Wachmänner und Hunde. Und direkt neben den Wachmännern liegt Geld. Nur da muss man halt schnell sein. Bevor die den Jumper wegtreten, müssen wir das Geldbündel haben. Hey, du! Problem gelöst. Pff. Dankeschön. Eine Spende für die Armen. Für gemeinnützige, für wohltätige Zwecke Geld überweisen. Das ist sehr nett. Ja, die Leute hier in der Stadt sind ja auch alle sehr reich. Das haben wir ja schon vielfach gesehen. Und dann sind die halt auch bereit, mal ein bisschen was abzugeben für wohltätige Zwecke, ne? Das finde ich schön. Also das Karitative darf auch nicht zu kurz kommen, ne? Finde ich gut. Boah, selbst mit Dauernitro ist das Ding so scheiße lahm, Alter. Ist egal, wir sind fast da. So! Wir wollen Ray am Strand treffen. Hat er gesagt, komm vorbei, ich hab was Krasses. Machen wir. Limo kann erstmal hier parken. Oh, ach so, nee, da wollen wir gar nicht hin. Ich dachte, wir wollen hier hin, aber da ist irgendwas... Ah, da können wir was mitnehmen. Boris Gorski, Bratva-Mitglied, ist durch die Motorradprüfung gefallen. Das ist natürlich blöd. Ja, Jungs, ich wollte eure Lackierung, hätte ich gerne. Da können wir aber bestimmt was machen. So, die Jungs haben wir... Die Bratwas sind alle über den Haufen geballert. Wir nehmen mal eben das ganze Geld mit, was sie hier so haben. Das sind schon mal 800. Dann nehmen wir nochmal die Dings mit. Und dann werden wir noch da unten den Kollegen auch noch hacken. Moment, das war der falsche. Zack, nochmal 711. So.
Problem gelöst. Wir sind bei 254.000. Wir sind langsam richtig reich. Wir sollten demnächst wirklich mal shoppen gehen. Ich komme nur nie dazu. So, wir wollten aber eigentlich Ray treffen. Ach so, dann müssen wir auch mal Schluss machen. Die Mission können wir gar nicht fertig machen. Hab ich sie schon angenommen. Ja. Warte kurz. Worauf warten? Ich hatte auf sowas wie eine dramatische Enthüllung gehofft, aber mein Timing ist... Eine Galilei-Rakete. Na und, Mann? Ja, also genau diese Galilei-Rakete ist Nummer 4. Und die Satelliten, die an Bord sind, alle von Blum. Oh, scheiße, Mann. Ja. Jetzt wird's interessant. Mhm. Diese Satelliten schaffen eine Menge Daten aus unserer Reichweite. Der nächste Level im Spiel, mein Freund. Ihr wolltet eure Chance, Blum zu treffen. Tja. Und das wäre ein Treffer voll ins Herz. Hast du etwa vor, ein hübsches kleines Extra beim nächsten Satellitenstart mit in den Orbit zu schicken? Du bist echt total abgedreht, Mann. Nicht von dieser Welt, Blum. Oh, heilige Scheiße. Du fährst. Ja. Yeah. Setze Ray beim Hackerspace ab. Okay, jetzt habe ich die Mission schon angenommen. Wir müssen die natürlich beim nächsten Mal weitermachen. Habe ich jetzt gar nicht über nachgedacht, dass wir ja schon relativ lange unterwegs sind. Galilei ist, glaube ich, SpaceX. Würde zumindest am meisten Sinn machen. San Francisco und die regelmäßigen Raketenstarts, private Raumfahrt und so. Gibt's eigentlich nur SpaceX momentan, die in der Größenordnung aktiv sind. Und die haben aber auch Überwachungssatelliten ins All geschickt. Und wir wollen also versuchen, etwas an Bord der nächsten Rakete zu schmuggeln. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht werden. Man macht das nicht mal eben so. Gut. Wir sollen Ray ins Hackerspace fahren, dann können wir jetzt standesgemäß mit der Limousine vorfahren, hör mal. Das hätte der sich auch nicht träumen lassen. Das Coole ist vor allem, dass sie wieder repariert wurde. Sieht also nagelneu aus. Ich hoffe, er setzt sich hinten rein, Kollege. Hinten. Er weiß halt nicht, wie es geht mit den Limos, ne? Beifahrersitz. Du musst dich hinten reinsetzen. Aber ich würde sagen, standesgemäß, da können wir den jetzt nicht zum Hackerspace kutschieren, oder? Das ist ein Luxus-Service hier. So, müssen wir aber beim nächsten Mal machen. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und bis demnächst bei Watch Dogs 2. Euer Walle. Bye, bye.